Hallo, heute möchte ich euch draußen, die Draußenwette sozusagen, zeigen, wie man ganz, ganz einfach jeden Hintergrund schwarz kriegt. Ausgenommen vielleicht die Sonne. Aber wir sind jetzt draußen, es ist ein bewölkter Tag, okay, so ein richtiger Herbsttag. Ja, es ist jetzt zwar nicht Sonntagnachmittag, sondern Dienstagabend, aber von der Sache her, ein verregneter Herbsttag, wunderbar, um sowas auszuprobieren. Ja. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde die Lastolite Easybox einsetzen, weil die ist in der letzten Folge ja wirklich ein bisschen schlecht weggekommen jetzt. Wollen wir mal zeigen, dass sie eben doch gut ist, gerade im Herbst, gerade jetzt, wenn es windig ist, dann ist die dadurch, dass sie so klein ist, eigentlich ideal. Und wir werden sehen, dass man damit doch einiges machen kann. Und was ich zeigen möchte, ist, wie man jetzt diesen Baum im Hintergrund, normale Tagesbeleuchtung, wie man das komplett schwarz macht. Ja, wenn man es wirklich schwarz macht, das heißt, ich muss jetzt hier keinen schwarzen Hintergrund hinstellen, sondern kann einfach so fotografieren. Was ich jetzt nicht kann, das gleich vorweg, ich kann jetzt nicht mit Unschärfe arbeiten und jetzt hier mit einer Zweierblende rangehen. Das geht eben gerade nicht. Das ist natürlich der Trade-off, aber das ist draußen sowieso schwierig, mit Blitz schwierig, machen wir ein anderes Mal. Heute geht's, kleine Blende, Blende 11, viel Tiefenschärfe also, aber das macht nichts, weil hinter der Heidi sehen wir gleich alles schwarz. Also, es sind im Grunde zwei Schritte, die wir machen. Zum einen muss ich erst ausmessen, was ich haben will, damit das Bild schwarz ist. Ja, um das jetzt schwarz zu machen, stelle ich jetzt hier ein ISO 100, Blende 11, ein 200stel. Der Blitz ist aus und wir haben ein schwarzes Bild. Okay, warum ist das so wichtig? Weil jetzt eben der Hintergrund schwarz ist. Das will ich ja. Und jetzt kann ich den Blitz nehmen, gezielt nur den Blitz verändern, um eben die Heidi jetzt doch wieder zu beleuchten. Ja, ich glaube, man sieht es. Ich hoffe, das klappt mit dem Sound, trotz des Windes. Weil jetzt ist es wirklich ein bisschen windig, das wackelt hier alles. Und mit dem Schirm hätte ich jetzt schon Angst, dass der Schirm unten im Garten landet. Ja, also da ist die Lastolite Easybox wirklich super für. Also, was ich jetzt hier mache, ist ganz normal mein Yongnuo drauf. Da habe ich jetzt halbe Leistung eingestellt. Genau, halbe Leistung. Also ich könnte noch ein bisschen. Hier, wie gesagt, Blende 11, ein 200stel, ISO 100. Mache ich den Blitz wieder an. Voilà. Und die Heidi ist vernünftig beleuchtet. Was ich jetzt hier drauf habe, ist das Geländer noch ein bisschen. Das kann ich nachher wegschneiden, ich kann den Winkel ein bisschen ändern. Meine Terrasse ist jetzt halt nicht so groß. Ja. Aber wenn hinten nichts ist, dann ist da auch nichts, was reflektieren kann. Und dann ist es überhaupt kein Problem. Das ist einfach die Heidi korrekt beleuchtet. Das ist jetzt ein ideales Setup für Loki. Ja. Für Loki ist das super. Ein bisschen Platz drumherum. Da kann man wunderbar, nämlich mit dem kleinen Blitz, ihr erinnert euch letztes Mal, kleiner Blitz, sehr nah dran. Ich habe sehr viel, verliere sehr viel von dem Blitz, sofort, sehr schnell. Ja, jetzt ist schon, das Gesicht ist korrekt belichtet, die Stirn ist korrekt belichtet und der Hinterkopf ist schon schwarz. Ja, und das Licht eben nicht rumfließt, sondern ganz stark verliert. Was ich jetzt nochmal machen werde, ist schnell ausmessen. Ihr wisst das, ich gehe gerne nah dran. Ich gehe jetzt noch näher dran. So. Den Winkel ein bisschen verändern. Ups, sorry. Ich glaube, ich gehe mal richtig runter. So, machen wir das mal so. Richtig runter hier. Fast waagerecht gehen. So. Ja. Und so nah, wie ich irgendwie kann, dass es nicht mehr drauf ist. Jetzt gehe ich hier auf ein Viertel runter. Schnell ausmessen. Gehe hier auf 200stel. Und Moment, Hände sortieren. Blende 11. Perfekt. Ich habe es natürlich geübt. Ich gebe es dazu. Also wirklich ganz nah dran. Finde ich jetzt fast ein bisschen doll. Gehen wir auf Blende 13. Voilà. Ja. Jetzt ist wirklich
bis hier beleuchtet. Wir sehen es ja jetzt wirklich, ne, der Hinterkopf ist dunkel, ganz starker Lichtverlauf, also ein schönes Low-Key-Bild eigentlich am helllichten Tag draußen mit einfach einer kleinen, wirklich kleinen Lichtform vorne dran, kleine Softbox, der einfache billige Ignuro-Blitz, fern ausgelöst, kein Hintergrund, kein gar nichts. Also einfacheres Setup gibt es ja jetzt wirklich nicht, oder? Das war schon. Quick-Tipp, ich hoffe, das hat jetzt mit dem Sound funktioniert. Also sorry für den Wind, ich habe leider kein richtiges Windmikrofon. Ich habe das Rode Mikro Pro, Video Pro oder so. Und ich habe dieses Fellbüschel dafür für Wind nicht, sorry. Also unbedingt ausprobieren. Schreibt mir eine Mail, schreibt mir einen Kommentar, gebt mir einen Thumbs Up auf YouTube, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Also, tschüss.